nicht. Hallo. Moin, moin. Moin, moin ist im Norden, wir sind im Süden, in der Balz. Mir wie egal. Wie sagt man in der Balz, hallo? Heute öffnen wir die Guitar Hero Kiss. Gitarre. Gitarre, aber ja. Aber zuerst wollte ich mal letzte seltene Gitarre zeigen, die wir schon geöffnet haben. Das ist der Warbeast. Die ist so groß, du hast sie ausprobiert, genauso groß wie eine ganze Gitarre. Gell? Ja. Nachdem du immer so ein kleines Gitarren spielst, ja, diese Kindergitarren. So ein Monster. Monster ist gut, genau. Weil dabei geht es um Heavy Metal und Hard Rock und das ist alles so ein bisschen monstermäßig. Ja. Wir sehen schon Bild, die sehen toll aus. Gefällt dir überhaupt, wie die aussehen? Wirst du es auch so rumlaufen in die Schule? Der rechte sieht aus, als hätte der einen Fahrradsattel im Mund. Im Mund? Fahrradsattel? Ja, guck hier diese Form. Okay, hab ich nie gedacht. Okay, gut. Hier damit. Seltenste Gitarre der Welt. Übel selten, findet man nirgendwo. Ein Axt, genau, sieht wie so eine Axt auch. Hier ist breite, hier ist dünner. Bei eBay gefunden, aus USA geschickt wurde, Zoll bezahlt, jede Menge Porto bezahlt und jetzt bin ich gespannt, wie das wirklich aussieht. Auf dem Bild sah es schon gut aus. Ob du jetzt dem Bild entspricht, sagst du. Ganz schon komisch mal auf? Verkackt. ganz komisch verpackt wegen dieser Axtform. Und tausend. Ich mach keinen Pieps nachträglich, gell? Da bleibt auch das Wort so wie es ist. Mit dem K. Red mal über diese Band. Also, merkt sofort, das ist ein ganz besonderes Band. Einzige Band, die diese Masken hat. Kein anderer Band hat solche Masken. Das ist ihr Outfit. Sie sind jetzt bis in die Jahre gekommen, 2019, glaube ich, habe sie das letzte Mal gespielt. Oder spielen noch, ich weiß gar nicht genau, ob sie noch spielen. Sind schon Dinosaurier, sind älter als ich. Glaubst du das, dass sowas gibt? Ja. Ich war so ein kleines Kind, wenn sie gespielt haben. 73 haben wir angefangen. Du warst so ein kleiner Fan, wolltest du Selfie machen? Nein, in Ulysses, wo ich geboren bin, dürfte man das sowas gar nicht sehen oder sowas nicht hören. Das haben wir nicht gehabt. Habe ich später gesehen. Aber hat mich auch nicht fasziniert, weil die Musik muss noch, ja, sehr, sehr speziell. Also schon sehr, sehr rockig und sehr heavy und. Ich mache so lieber Melodien und elektronische Musik. Ja, aber immer dein Weiches. Ich gebe dir gleich Weiches. Also was mir Schönes, was man merken kann. Ich kenne eigentlich keinen Song von Kiss, den ich jetzt nachsingen kann. Die sind auch bekannt, nicht durch ihre Studio-Musik, sondern durch ihre Auftritte. Das sind schon ein bisschen wie Rammstein, sie haben so eingebaute Feuer in Gitarren auch drin. Und vielleicht Rammstein auch von Kiss einiges gelernt hat oder genommen hat. Und diese Outfit. Übrigens, ich habe die Masken bestellt. Also demnächst musst du in diese Maske mit dieser Gitarre Guitar Hero spielen. Ja. Und guck, dass du nicht aus dem Bild kommst. Komm zurück. So drin bleiben. Das ist so dumm verkackt. Du hast schon ein zweites Wort, was man aus Versehen. Genau, aus Versehen, die man sollte man ja benutzen. Es kommt aus anderem Land, aus anderer Welt. Sollte ich noch zweites Schere holen, damit es schneller geht? Na egal. Kannst du alles in 1973 haben sie sich gegründet und bis jetzt gespielt. Es gibt die Bands, die lange Zeit spielen und es gibt die Bands, die ganz schnell auseinandergehen. Nenn mir ein Beispiel von Band, die ganz schnell auseinandergegangen ist. Ich kenne mich damit an. Du kennst gar nicht aus, du guckst ja auf nur YouTube. Beatles zum Beispiel spielt schon lange nicht mehr, kann auch nicht, weil viele sind auch gestorben. Aber Rolling Stones spielt bis heute noch. Und diese haben auch sehr lange gespielt. Du musst zeigen, kann auch zeigen. Es kommt jetzt langsam wird geboren. Langsam zieh die Gitarre raus. Also zieh mal diese. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Ja. Raus. Okay, mit beiden Händen halten, sonst haben wir hier nichts. Keine. Noch eine Schicht. Keine Geschenke. Okay, ich sehe schon was du nicht siehst. Und das ist eine Tasche. Tasche. Eine Guitar Hero Tasche. Oh, guck. Die sind abgebildet. Das ist eine schöne Tasche. Das ist meine Gitarre. Indirekt. So. Da sind schon abgebildet und dann und jeder hat so einen Charakter. Einer ist eine Katze, das ist, glaube ich, ein Spaceman sollte es sein, ein Dämon und noch irgendwas.
gemacht. So, und was mir bei diesem Band nicht so ganz gefällt, diese zwei letzten Buchstaben. Die erinnern mich an eine bestimmte Buchstaben aus der Geschichte, aus unschöne Geschichte Teil. Und na gut, aber ja, halt scheint niemand zu stören. Und guck mal, 2008 Kiss-Katalog ältere. Wirklich, diese Band hat sehr viele, wie heißt das, Merchandising gemacht, weil sie haben Puppen von sich gemacht, sie haben alle möglichen Artikel gemacht, glaube ich, war sogar ein Radio, Kiss-Radio. Ja. Aufmachen. Also Zustand ist es gut, also diese Case gefällt mir. Jetzt kommt die Gitarre zur Welt. Und das ist ein Axt, wie ich schon gesagt habe. Dreh mal rum. Ja, dass man so die... Okay. Genau so. Okay, also da ist ein bisschen was abgekommen. Ne, das ist, guck mal, das ist Originalfolie. Ah, die ist noch gar nicht abgemacht. Ich bin kein guter Sammler, weißt du warum? Weil ich lasse euch an allen meinen Gitarren spielen. Ja, das ist aber doch toller, wenn man einfach seine Sammlung auch nutzt. Ja, normalerweise, wenn man nutzt, wird auch Benutzungsspüre bleiben. Aber das ist schön, oder? Ist es hier so eine Unterschrift? Ich bin froh. Unterschrift? Also Autogramm heißt das. Das, was auf der Gamescom immer von den YouTuber, genau. Richtig, sieht man gut. Ja, nicht wackeln. Genau. Lampe blendet. So, halten schön. Oh, ist das toll. Hier ganz weiche Knöpfe. Ja. Weich, probier mal, du bist ja... Sehr weich. Du bist ja Score-Spieler. Und hier? Sehr weich. Das ist immer so für Solo gemacht. Das ist schön. Hier macht man die an und aus. An, auf, Comment oder Content, was ist das? Connect. Verbinden. Und Original. Gut, fand ich auch in sehr gutem Zustand, oder? Ja. Wahnsinn, also ich bin schon sehr erfreut. Also es gefällt mir schon sehr gut. Sie ist leicht, nicht so schwer wie Wobbist, auch nicht so groß. Ja, das stimmt. Aber das ist wirklich einzigartig. Ja, da kannst du den Kopf ein bisschen senken. Ja. Runter senken. Dafür ist es auch gedacht. Ne? Ja. Kann man nicht nur spielen, kann es auch die Köpfe haben. Ja. Brutal. In richtig brutal. Falle. Öffnen wir nochmal und gucken, wie das drin aussieht. Ah, du musst hier eben zeigen. Ist das schön, oder? Schön gemacht. Hat sich gelohnt. Also das ist zwar $200 plus jede Menge Zollkosten und Versandkosten, so schon über 300 Euro, aber schön, das reich. Hat sich gelohnt. Guter Zustand, interessante, ganz besondere Gitarre von ganz besonderer Band und später probieren wir aus, ob das funktioniert. Dann du legst das Aas ganz schön vorsichtig rein, diese Axt, zum Kopf abhacken. Ja. Und genau. Und ich mach das mal aus und dann demnächst sehen wir, wie man diese Gitarre auch benutzen kann. Ciao. Sag mal Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.